Classics im Krumbachtal. Lieben Mirko, where you from? You sexy thing, you. Investigativ, unverschämter Journalismus live aus dem Krumbachtal. Hier findet sie statt in wenigen Tagen die Party des Jahres, munkelt man, die Disco Classics. Und neben mir die zwei Veranstalter, der Herr Laszlo und der Disco Paul, stimmt das? Disco Dieter. Aufpasser, Disco Dieter, ja. Jetzt Jungs, wie weit sind wir denn? Gab's schon im Vorfeld irgendwelche Probleme? Komm, gib's zu. Nein, eigentlich nicht. Nein? Alles easy? Alles super easy. Brutal easy. Ja. Man hat auch einen Ablaufplan. Ist ja wichtig, einen Ablaufplan zu haben. Gell? Ist ja ein DJ-Set, sagt man auch. Ja. Genau. Das regelt, wer also auflegt, in welcher Reihenfolge. Genau, ein Timeschedule, sagt man dazu. Du bist ja nicht nur Veranstalter, sondern auch ein ganz großer Fan von Nena, habe ich erfahren. Ich bin ein ganz großer Fan von Nena. Die Zeit ist aber vorbei. Das ist die mit Atemlos. Genau, gut, genau. Die, wo kenn mit Florian nicht. Silbereisen zusammen ist, das war die. Genau. Kenn ich nicht. Ja. Ich kann nur tanzen. Ja. Jetzt erklär mal, was geht hier ab, du? Also das wird unser Eingangsbereich an dem Abend. Wir werden hier noch ein schönes, großes Logo von der Disco Classics Stuttgart Party aufhängen. Es wird dann mit dem Baulicht bestrahlt, dass man es auch nachts sieht. Dann wird hier drüben der Olli Schmidt sitzen an der Kasse. Wer ist jetzt das? Der Olli Schmidt ist der Türsteher. Türsteher brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja so ein Publikum, dass wir eigentlich keinen Türsteher brauchen. Gibt es da auch eine Klamottenordnung an dem Abend? Nein. Nein. Nein, man kann nackt kommen, man kann Disco-Dieter-mäßig kommen, man kann normal kommen, stylisch kommen. Ja, Disco-Dieter macht sich schon warm. One night in Disco, on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. Das ist die Fotowand, oder? Das ist die Fotowand. Ja? Da kann man sich dann davor stellen und sich fotografieren lassen. Genau, 3 Meter lang, 2,5 Meter hoch. Und da steht der ganze Abend ein Fotograf, der dann quasi Fotos macht. Da haben wir noch ein bisschen Equipment dazu hingelegt, wie Schilder, wo Kreisch, Brutal aufpassen und Let's Dance steht. Und damit kann man sich fotografieren lassen. Kommen noch ein paar Brille dazu, vielleicht nur 1-2 Perücke. Brutal. Ja. Wahnsinn! Es gibt also noch was umsonst im Krumbachtal. Genau. Du bist so ein guter Mensch, ein guter Mensch. Wir sind zwei Mensch. Gute. Zwei gute Menschen. Wahnsinn, und hier wird getanzt, ja? Hier ist der Tanzsaal. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist also der Ort, wo der legendäre DJ Hille auflegt, unter anderem. Unter anderem, oh, genau. Wahnsinn. Wir haben die Jungs vom Picknicker Radio hier, wir haben Marius, der ein Monument aufgelegt hat. Dann haben wir den Brownie, ein Altbekannter aus der Stadt. Dann haben wir Frank Ilk, natürlich, die Legende. Frank Ilk ist der Mann, der mich quasi zum ersten Mal in meinem Leben vernünftig eingekleidet hat, genau, als ich als Saubauer damals von der Stadt. In Flagranti. Ja, genau. In Flagranti. Der hat mir mein ganzes Monatshonorar von Antenne 1 abgenommen. Genau. Das habe ich quasi direkt an den überwiesen. Genau. Und nicht zu vergessen, Thomas Oerge. Ist auch noch am Start. Hab ich schon gehört, ja. Genau. Und der Frank Collet haben wir auch noch am Start. Ein schöner Nachmittag neigt sich dem Ende entgegen hier im wunderschönen Krumbachtal. Disco Dieter. Tickets, wie sieht's aus? Ausverkauft, oder? Na, wir gehen langsam mit Tickets am Ende zu. Komm mal ein bisschen näher ins Licht. Ich bin schöner, ja. Wir gehen langsam am Ende zu, also der Vorverkauf lief sensationell und wir würden den Gästen nahelegen, sich rechtzeitig um Tickets zu kümmern, weil an der Abendkasse haben wir gesagt, legen wir auf jeden Fall noch Tickets hin, aber die werden halt immer weniger. Und deswegen bieten wir einfach an, sich entweder im Krumbachtal oder im Lichtblick oder bei Sascha und mir
über Facebook zu melden und dann bringen wir die Tickets auch. Aber wie gesagt, das ist wie, so wie ein Pizzadienst. Ja, bringt genau, ihr die Tickets, genau, echt? Wir bringen die Tickets. Wir bringen, das ist ja Wahnsinn. Wir haben Pepper gebracht, wir haben Flyer gebracht, wir bringen Tickets. Wir tragen auch den Müll raus. Ja, ja. Genau. Holen wir gelbe Sacke. Genau. Einen blöden Sack auch. Ja, genau. Genau. Aber eine Sackkarre. Okay. Also wie gesagt, das neigt sich langsam am Ende zu und an der Abendkasse werden auf jeden Fall noch Tickets liegen. Aber wie gesagt, es wird langsam eng mit Tickets. Ja, dann schöne Veranstaltung, Jungs. Guten Abend.